naja, ich bin halt sehr viel zu Hause. Ich arbeite mit Jugendlichen und von daher bin ich eigentlich relativ viel unterwegs und Wochenends gibt es Versammlungen, gibt es Fortbildungen und das fällt natürlich alles flach. Das heißt, mein Leben ist wesentlich ruhiger und wesentlich klösterlicher geworden. Was mir gut tut, ich habe endlich mal Zeit, das zu erledigen, was ich schon längst hätte erledigen sollen, also Abrechnung, Inventar aufstellen und Berichte für Kinder-Missionswerk, all solche Sachen. Das heißt, im Grunde genommen tut mir da die Zeit eigentlich auch ganz gut.